Alter, was geht ab, Leute? Hier. Die Begrüßung, die hört ihr später nochmal, denn es gibt Neuigkeiten, die füge ich einfach mal vor das Video. Der nächste CD wurde angekündigt und es ist Quickel. Unerwartet, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich wusste oder man hat gemunkelt, dass jetzt im Februar was zu Quickel kommt, weil es ist das Jahr des Schweins laut dem chinesischen Kalender. Aber ich hatte echt vermutet, wieder so ein Event, so wie letztes Jahr mit Pfiffchen und den Hunden. Aber nee, es ist das CD Pokémon, ein Schwein, Quickel. Und natürlich gibt es dann Mamutell. Mamutell wird krass, auf den haben viele gewartet, auf den freuen sich viele Leute. Aber Quickel als Ziel der Pokémon, muss ich ehrlich sagen, juckt mich so gar nicht. Bin ich echt enttäuscht. Sehr schwaches Pokémon, weil es einfach so häufig und man braucht dafür kein Ziel-Day. Alter, ich habe jetzt schon mehrere tausend Bonbons. Ich habe so viele schon entwickelt. Klar, es ist geil, dass Mamutell kommt und man den dann entwickeln kann. Der braucht übrigens einen Sinnoh-Stein, also hebt eure Sinnoh-Steine auf für den Ziel-Day, falls ihr keinen habt. Aber an sich hätte man den auch einfach irgendwie anders einführen können. Da hätte man nicht einen CD dafür verschwenden müssen. Ich meine, ich zocke eh jeden CD. Die 3 Stunden kann man sich auf jeden Fall immer gönnen. Ist kein Problem, macht Spaß. Und es gibt dreifach Staub mit Sternstück 4,5. Ich kann den Sternstaub sehr gut gebrauchen. Aber Quickel an sich, die Bonbons, das Pokémon brauche ich überhaupt nicht. Ich habe ein gutes, das werde ich auch entwickeln. Kriegt auch eine spezielle Attacke. Dementsprechend sehr wichtig, dass ihr für diesen Tag einen Sinnoh-Stein am Start habt. Und Niantic hat auch dafür gesorgt, dass die Leute gute Chancen haben, einen Sinnoh-Stein zu bekommen. An dem Wochenende sorgt Niantic dafür, dass wir bessere Chancen auf den Sinnoh-Stein haben. Und zwar kann man anstatt 3 Belohnungen 5 bekommen. Da steht halt C-Day Wochenende. Das bezieht sich aber wahrscheinlich nur darauf, dass bei uns es am Samstag ist und in Asien am Sonntag. Ich glaube nicht, dass wir auch Sonntag 5 Belohnungen bekommen können. Das würde keinen Sinn machen. Vor allem, weil wir ja nur in den 3 Stunden bzw. 4 die extra Stunde entwickeln können für den Special Move. Und dann noch irgendwas da unten mit verdiene bis zu 5 Sinnoh-Steine mit Trainerkämpfen am C-Day. Ich weiß nicht, inwiefern sich das mit dem anderen überdeckt oder ergänzt. Weil eigentlich ist es ja dasselbe. 5 Belohnungen mit Trainerbattle und 5 Sinnoh-Steine mit Trainerbattle. Check ich nicht ganz, diese 2. Müsste ich vielleicht mal auf Deutsch abchecken. Aber ja, der nächste Seed ist bekannt. Es ist Quickel. Mamutell willkommen, das wird krass. Ihr braucht aber einen Sinnoh-Stein, passt auf. Ansonsten dreifach Staub. Das ist immer geil, der Bonus. Aber Quickel an sich, naja. Eure Meinung unten in die Kommentare. Freut ihr euch? Wahrscheinlich schon auf Mamutell, aber freut ihr euch, dass Quickel das Ziel der Pokémon ist? Weil viele, sehr viele haben mit einem klassen Pokémon gerechnet, wie Kindwurm. Und jetzt ist einfach Quickel. Quickel an sich ist halt echt. Digga, wer braucht die Bonbons? Ganz ehrlich, es gibt so viele. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt auf den Radar schaue, sehe ich wahrscheinlich 2 davon. Ah, naja, weiter geht's mit dem normalen Video. Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe hier gleich einen Termin. Und zwar genau dort. Ich zeig euch mal nicht wo. Ich war hier noch nie, sehr interessant. Na, schauen wir mal, was hier so abgehen wird. So, Termin vorbei. War sehr interessant. Es war ein Bewerbungsgespräch für eine kleine zusätzliche Stelle. Also nicht anstatt dem, was ich bisher arbeite, aber ich mache ja Teilzeit und Teilzeit. Also Teilzeit die eine Stelle bei mir und dann Teilzeit YouTube. Aber ich habe da natürlich noch ein paar Kapazitäten offen für ein paar Projekte. Ihr wisst ja momentan, also mein YouTube-Level-Niveau ist ja natürlich noch nicht ausreichend, um davon zu leben. Dementsprechend muss ich da noch ein paar zusätzliche Sachen machen. Ja, und das klang ganz interessant. Schauen wir mal, was sich da so ergibt. Jetzt erstmal Mittagessen mit einer Kollegin und dann, ja, hier ist echt eine Menge Mediazeugs. Okay, kommen wir zum Hauptpunkt des Videos. Stellt euch mal vor, ihr loggt euch in das Spiel ein oder ihr wollt euch in das Spiel einloggen, ganz normal, und auf einmal kommt ihr nicht rein. Eines Tages, ihr macht einfach das Spiel an und ihr kommt nicht mehr rein. Ihr habt nichts Böses verbrochen, okay? Ihr habt nicht gecheatet, nicht gespooft. Ihr seid wirklich super, super clean, super sauber, nicht wirklich nichts verbrochen, okay? Ihr kommt einfach nicht mehr rein. Okay, ich kann jetzt nicht für die ganzen Leute jetzt sprechen. Vielleicht haben die doch irgendwas verbrochen. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall Leute, ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber ein paar Berichten schon so um Weihnachten herum. Die kommen einfach nicht mehr rein, okay? Das Spiel lädt ihre Daten nicht mehr, dann kommt immer dieses Login, Authentifizierung fehlgeschlagen, Daten konnten nicht geladen werden, dieses... Habe ich auch ab und zu, wenn ich kein Internet habe oder so. Aber wenn die Verbindung dann passt, dann kriege ich das natürlich nicht. Ja, und jetzt ist ein paar Leuten das passiert. Sogar mehreren High-Level-Accounts. Viele Accounts mit hohem Level, die kommen einfach nicht mehr rein. Ich persönlich kenne niemanden, aber ich kenne jemanden, der jemanden kennt, so wie immer halt. Die kommt anscheinend seit Anfang Januar nicht mehr rein. Und an sich wäre das ja eigentlich kein Problem, wenn Niantic sich darum kümmern würde und es beheben würde. Aber
Situation war jetzt folgende. Es gab dieses Problem, wurde gemeldet, Support, dies, das. Natürlich von Support immer nur die Standardantwort, die haben sich nicht drum gekümmert. Dann wurde irgendwie ein Reddit-Post aufgemacht. Der hat am Anfang aber nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Und erst die letzten paar Tage, Wochen, hat der Hype bekommen sozusagen, wurde hochgevotet und eine Menge Leute haben den gesehen. Und erst dann hat Niantic reagiert. Heißt aber nicht, dass das Problem jetzt gelöst ist. Sie haben nur reagiert und jetzt gesagt, okay, ja, es gibt ein Problem und wir kümmern uns drum. Aber die Leute, die seit Weihnachten oder seit Januar, Anfang Januar nicht mal reinkommen, ja, die kommen immer noch nicht rein. Interessantes Phänomen zusätzlich noch dazu ist, dass die Accounts, die nicht mal reinkommen und aber immer noch in irgendwelchen Arenen waren, diese Arenen dann irgendwie fehlerhaft waren. Wenn man versucht hat, da drauf zu klicken, dann ist das Spiel irgendwie eingefroren oder abgestürzt. Habt ihr vielleicht, glaube ich, auch schon erlebt. Ich habe ein paar Kommentare gelesen von Leuten, die haben irgendwelche fehlerhaften Arenen gehabt. Das war eben, weil Accounts drin waren, die eben jetzt momentan diesen Fehler haben. Das erinnert mich an ganz früher, altes Arena-System. Und damals wurden noch viel mehr Leute gebannt. Jetzt momentan haben wir ja dieses 3-Strike-System. Also zweimal cheaten darfst du eigentlich. Also zwei Fehler darfst du dir erlauben. Beim dritten Mal wirst du halt erst gebannt. Davor gibt es halt nur irgendwelche Verwarnungen. Auf jeden Fall, früher gab es das nicht. Da wurdest du einfach direkt gebannt. Glaube ich. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Cheaten. Und auf jeden Fall gab es ja damals noch das alte Arena-System, wo man echt viele Arenen hatte und da sehr, sehr lange Monate, halbes Jahr, fast ein Jahr drin gehockt hat. Und wenn jetzt jemand gebannt wurde, der in einer Arena hockt, diese Arena war dann unantastbar. Ich habe das sogar mal in einem Video, das ist schon Ewigkeiten, ja, also ein sehr, sehr altes Video, da war nicht im Bargisch unterwegs, Arena-Tour ein paar Arenen machen. Das war die Arena an der Mensa von der LMU. Immer rot, immer nur auf Stufe 4. Weder runtergegangen, also angegriffen, noch hochgepusht auf 10 oder so. Die war immer 4. Habe ich halt immer von der Uni aus gesehen, aber bin halt nie hingegangen. Und dann auf Tour mit Bargisch, okay, dachten wir uns mal, gehen wir da hin, dann kann er sich reinsetzen. Und als wir da waren, wir sind nicht reingekommen, immer als wir draufgeklickt haben, ist das Spiel einfach eingefroren. Oder allein wenn wir schon in der Nähe waren, ist alles eingefroren, die Pokémon sind nicht mehr gespawnt, man konnte gar nichts mehr drehen, man konnte gar nicht mehr die Pokémon anklicken. Auf jeden Fall erinnert mich diese Situation an die damalige. Der Unterschied ist halt, die Accounts damals wurden gebannt, die waren weg. Was aber an sich in diesem Fall hoffentlich nicht so ist. Es wurden anscheinend auch, also jetzt wo Niantic Stellung bezogen hat, nachdem das Ganze ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, weil davor, ja, davor gab es nicht mal eine Antwort von denen. Erst als bisschen Hype, bisschen Tumult, bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wurde, erst dann hat sich Niantic zu Wort gemeldet. Das allein ist schon traurig, würde ich mal sagen. Aber die haben jetzt nichts behoben. Aber die Spieler, die nicht mal reinkommen, also die fehlerhaften Accounts, aus den Arenen jetzt genommen und ein paar Accounts sogar wiederhergestellt. Problem ist, nur die neuesten, also die, die das Problem erst seit kurzem haben, und die, die schon länger das Problem haben, mehrere Wochen oder Monate, ja, die warten immer noch. Bei denen hat sich nichts getan. Ja, auf jeden Fall sehr leidend. Ich stelle mir das gerade so vor. Einfach so ein Monat und du kommst einfach nicht in deinen Account rein. Du verpasst halt einfach den C-Day, den Crest-Day hast du verpasst, die Events, Höhen-Event, Schlüpfmorgatoren, jetzt Grodon Shiny verpasst du. Schon heftig. Und nicht nur diese großen Sachen, auch die Kleinigkeiten. Zum Beispiel deine 50 Münzen am Tag, der freie Raid-Pass, die ganzen EP, Freundschaftslevel, der Feldforschungsdurchbruch. Also das alles, also Monat ist schon viel. Und da verpasst man so viel. Und wir wissen genau, selbst wenn Niantic das Problem wieder hinbekommt und die Spieler wieder reinkommen, die werden nichts ersetzen. Du verpasst, okay, ist eh umsonst. Also an sich verpasst du nichts, du verlierst ja nichts. Klar muss man da nichts ersetzen, aber wäre eine ehrenhafte Aktion. Aber wir können uns denken, dass nichts passieren wird, dass nichts ersetzt wird. Oder erstattet wird von Niantic. Was natürlich auch sehr, sehr ärgerlich ist. Ich stelle mir jetzt vor, ich wäre einfach so einen Monat weg vom Fenster. Wie leidend das wäre. Wie viele Sachen man verpassen würde. Die ganzen Events. Ob man da noch Bock hat, zurückzukommen zum Spiel. Wahrscheinlich schon, weil man einfach süchtig ist. Aber stellt euch das mal vor. Schreibt mal das unten in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Wie ihr euch verhalten würdet. Was ihr machen würdet, wenn ihr jetzt einfach einen Monat nicht in euer Spiel reinkommt. Weil Fehler können immer passieren. Problem Nummer 1 ist halt, Niantic hat sich nicht direkt drum gekümmert und gesagt, hey, yo, wir kümmern uns drum, sondern haben das Problem am Anfang einfach ignoriert, so wie ich das richtig verstanden habe. Also erst als Aufmerksamkeit auf das Problem gelenkt wurde und da mehr Leute sich beschwert haben und das eine große Sache wurde, erst da hat sich Niantic angeschaltet. Davor immer nur irgendwelche, wie nennt man das, wenn man vom Support halt abgewimmelt wird. Problem Nummer 2, es wurde bisher immer noch nicht gelöst. Obwohl Leute, die erst vor kurzem davon betroffen wurden, bei denen wurde es wiederhergestellt, aber bei denen, die schon länger warten, nicht. Das ist natürlich nochmal doppelt ärgerlich, weil dann denke ich mir, komme ich mir auch irgendwie verarscht vor. Alter, ich muss euch mal eine Story erzählen, okay? Amsterdam, Safari-Zone Amsterdam, okay? Wir haben Mittagspause gemacht und wir haben bestellt, okay? Ich weiß nicht, wie lange, ich will nicht übertreiben. 2 Stunden haben wir auf das Essen gewartet. Ich wäre schon längst gegangen, hätten die anderen
Philipp saß halt da mit seinem Laptop und so. Ungelogen. Ich war so wütend. Ich erzähle irgendwann mal noch genauer darüber. Und die Leute, die anderen Tische, sind später reingekommen, haben bestellt, haben gegessen, haben fertig gegessen. Und unser Essen ist immer noch nicht gekommen. Alter, ich bin so ausgeflippt. Ich war so sauer. So abnormal. Ich war noch nie so sauer in meinem Leben. Wahrscheinlich schon, aber sehr, sehr sauer war ich. Und das ist ja so das ähnliche Prinzip. Leute, die viel kürzer davon betroffen sind, denen wurde einfach schon geholfen. Das ist auch sehr frustrierend, wenn man sowas sieht. Auf jeden Fall, das Einzige, was wir machen können, ist ein wenig Aufmerksamkeit auf dieses Problem lenken. Auch wenn ich jetzt nicht so viel Reichweite habe. Bisschen Stress, bisschen Stunk gegen die Ente können wir dadurch schon machen. So, dass das Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und dann, ja, hoffentlich ein Ticken schneller abgearbeitet wird. Aber wahrscheinlich nicht. Wir haben hier nichts zu melden. Niantic gibt unsere Ansage wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber Niantic, reißt euch mal zusammen, helft den Spielern, die Zeit und Geld in das Spiel investieren und so dankt ihr den Leuten, ja? Behebt das Problem und sorgt dafür, dass eure Spieler zufrieden sind. Das ist das Mindeste, was ihr machen könnt. Das war's erstmal wieder von mir, Leute. Ich bin, wenn ihr dieses Video seht, also am Mittwoch, nochmal auf Tour. Hoffentlich kriege ich noch was Saftiges. Ich hoffe, ihr habt Glück auf euren Touren. Ich hoffe, ihr habt da gutes Godan, gutes Kyogre, Shiny 100er, was auch immer, rausgezogen. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr euch verhalten würdet, was ihr machen würdet, wenn ihr einfach so einen Monat nicht mehr ins Spiel reinkommen würdet. Also das war's von mir. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.